Hallo und herzlich willkommen zurück im Staudamm. So, es ist gerade tierisch leise hier und das macht mir fast gerade noch mehr Angst, als wenn es jetzt total tierisch laut wäre. I could use this. Ich glaube, ich mache hier mal kurz eben ein Feuer. Cannot start camping fire indoors. Ja, super. Wieso denn nicht? I need to find food. Hast du schon wieder Kohldampf, Kollege? Der kann doch nicht nur am Essen sein. Scheinbar ja doch. Ja, gut. Das hat hier gerade echt sehr, sehr merkwürdige... sehr, sehr merkwürdige Geräusche. Draußen übrigens auch. Da kläfft schon wieder so ein Fifi rum. Aber bis jetzt bin ich ganz froh, dass hier drin kein Fifi rumkläfft. Zumindest noch nicht. Ist auf jeden Fall ein schön großes Gebäude hier. Oh, hier sitzt einer rum. Der hat, glaube ich, auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Haben wir noch einen Dosenöffner. Ist auch prima, weil, wir haben ja auch erst 5 oder sowas in der Art. What have we here? Okay, ein bisschen was zu essen haben wir noch gefunden. Das ist gut. Da kommen wir wahrscheinlich nur von der anderen Seite hin. Wir sind jetzt direkt nach unten gewuselt. Müssen wir uns mal ein bisschen umschauen hier. Ich bin auch ganz froh darüber, dass wir so viele Flares mittlerweile gefunden haben, weil es ist halt doch... ist schon gut, das Ding. Das macht hell und, ich hoffe, es vertreibt auch wirklich irgendwelche Viechers. Aber stand ja dran, so von wegen, much noises und bla bla bla, also sehr laut vertreibt, halt Animals oder, erschreckt die Natur oder irgendwie sowas. Also es wird wahrscheinlich viel heißen, wie, es ist, hält Tiere davon ab anzugreifen oder verscheucht sie dann, wenn sie am Angreifen sind. So, wir haben noch einen Schal gefunden. Und Schuhe. Brauchen wir zwar nicht, aber wir gehen jetzt mal wieder nach oben. Denn hier in dem Raum haben wir schon mal alles gefunden. Müssen wir nur gucken, wie das jetzt oben aussieht. Ich glaube, da waren wir nämlich noch nicht bei allen. Ich glaube, da waren wir nämlich noch nirgendwo, wenn man es ganz genau betrachtet. So, dann gucken wir nochmal hier. Also wenn man so nach vorne guckt, man sieht ja schon so gar nichts auch. So, wo sind wir denn hier? Hier gibt's auch noch was. Dann nehmen wir natürlich alles mit, was wir können. Water Purification Tablets. Cool. Basic Boots. Das Ding durchsuchen wir auch nochmal. Super Soda. Pork and Beans. Was haben wir hier noch? Water Bottle. Super. Die File Cabin. Können wir auch noch durchsuchen. Flakes auch noch was drin? Nein. Jede Schublade für sich? Na, auch nicht schlecht. Wenn da trotzdem nichts drin ist, ist halt auch irgendwie kacke. Wie geht denn das jetzt an hier? Where can I find something to eat? Ah, okay, ich hab die... ah, Burnout Flare. Brauchen wir nur eine? Kann das sein? Weil, ich habe die weggeschmissen und jetzt habe ich wieder eine. Essen wir erstmal wieder ein bisschen was. Wir haben es ja im Moment. Was haben wir denn hier noch so? Die Crackers können uns mal ganz kurz eben reinpfeifen. Oh, die haben viel!
We make thirsty. Ja, okay, aber 750 Kalorien ist halt schon echt eine Ansage. Gut, jetzt müssen wir natürlich wirklich was trinken. Was haben wir denn hier so an Trinkbarem? Water Bottle. Zum Beispiel, trinken uns mal einen halben Liter Wasser mal eben. So, was sagt jetzt der allgemeine Zustand? Ist okay. Könnte besser sein. Naja. Nur wir müssen halt wirklich mal langsam was finden, wo wir uns wirklich mal häuslich niederlassen können. Wie zum Beispiel diese eine schöne an dem See. Wo auch das Jagdgewehr war. So, hier ist dann schon mal nichts mehr. Ah, hier locker kann man auch noch durchsuchen. Also dann wird hier wahrscheinlich wirklich eine ganze Menge Stuff sein. Wenn sie denn nicht alle leer sind, heißt das, ne? Ist zwar verschlossen, aber es quietscht zwar ein bisschen. Wir haben ja, super, einen Flaschenöffner hatten wir noch nicht. Einen Flaschenöffner, einen Dosenöffner natürlich. Aber wir haben ja das eine Ding da gefunden, ne? Weißt du noch, dass, die Brechstange. Und, ja, damit kriegen wir halt auch verschlossene Sachen auf. Das Ding, oh, eine Jeans. Und natürlich eine Mütze. Wir müssen echt langsam anfangen, uns Gedanken über das Crafting zu machen. Weil, was ist Encumbrator? Ich habe keine Ahnung. Ist ein bisschen doof jetzt, dass ich das nicht weiß. Oh, hier ist eine Lampe. Ein Clipboard hat sie noch. Ein Buch mit, keine Ahnung. Für Analphabeten. Mit besonders großen Bildern. Alle in Bund. In Bund meine ich natürlich. Das ist halt echt super hier, weil es hat hier total viele Schubladen und Schränke und so weiter. Das Doofe daran ist halt nur, in fast keinem ist was drin. Arme Bevölkerung hat sie, du. Was haben wir denn hier alles? Ja, da sind mal viele Knöpfe. Ich glaube, die packe ich mal lieber nicht an. Wer weiß, was sonst passiert. Okay, der Locker ist schon, ist empty, empty, empty. Waren die denn empty, oder? That'll come in handy. Habe ich die schon durchsucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, was uns jetzt auf jeden Fall gerade nicht empfehlen ist, sind Medikamente. Da haben wir definitiv genug von. Ah, die hat man noch nicht durchsucht, okay. Dann machen wir das mal eben. Painkillers haben wir auch eine ganze Menge mittlerweile. Das Rauschen von, von der Flair geht mir so allmählich, aber auch ein bisschen auf den Zwiebel, auf den Zwiebel. Aber naja, gut. Ich muss auf jeden Fall irgendwie einen Ofen finden. Das geht ja so nicht weiter. Wir haben bis jetzt zwei Möglichkeiten gefunden, wo wir uns was kochen können. Wasser abkochen und so. Eine oben auf dem Berg, bei dieser Aussichtsplattform. Und die andere halt in unserer super Hütte. Nur die super Hütte ist irgendwie, irgendwo, wo ich nicht weiß, wo sie ist. Was haben wir denn hier? Looks like this has been here a while. Contains kerosene, fuel for oil lamps. Sehr gut. Nehmen wir natürlich mit. Aber würde ich sagen, stehen wir mal direkt wieder da draußen, weil ist halt schön draußen. I'm gonna need some first aid. Soon. Wieso brauchst du den First Aid? Für was denn? Für nix. Too much stuff to carry. Ah, okay, der ist halt einfach mal ein bisschen sehr überladen gerade. Na gut, bei dem ganzen Zeug, was wir haben, kann halt ja mal passieren. Ich glaube, wir machen jetzt gleich einfach mal ein Lagerfeuer auf hier. Aber kurz gucken, was das hier ist. Sollte wahrscheinlich mal ein Haus werden. Also in dem Damm ist auf jeden Fall relativ viel drin. Oder die Möglichkeit... Dafür ist, so, da ist ein Burnout Flare. Wenn wir jetzt mal kurz ins Inventar gucken. Aber. Tool? Eins. Ah, okay, man hebt die auf und sie ist ausgebrannt. Aber macht ja nichts. So, wir machen mal ganz kurz eben Feier. Machen wir mal einfach hier, würde ich sagen.
It's too windy to start a fire here, okay. Dann vielleicht hier? Okay, wir haben genug Zeitung. Firelock, 2 Stunden, viel zu lange. 1 Stunde ist gerade eben okay. Reclaimed wird 30 Minuten. Das ist genau das Richtige. Wir probieren es mal aus. 50% wird schon schief gehen. Na komm, sei artig. Don't do this to me. Supi, hat natürlich nicht geklappt. Probieren wir direkt nochmal, weil wir müssen uns halt echt irgendwie mal ein bisschen... Ach, wir müssen uns überhaupt nicht aufwärmen. Was erzählt denn hier für ein Quatsch? Ich muss vor allem mal gucken, dass ich mein Inventar so ein bisschen sortiert kriege. Wir können auf jeden Fall mal ein bisschen was essen. Eine Granola-Bar können wir uns mal eben reinstopfen. Dann, Summit Soda, das können wir auch machen. Haben wir ja ein paar von. Problem ist alles nur, das wiegt halt alles nichts. Ich muss jetzt wirklich mal über was wegschmeißen. Irgendwas Schweres, wie zum Beispiel... Firelock. Das Ding ist halt sauschwer, aber das will ich nicht wegschmeißen. Das will ich für zum Einlagern haben. Warum tragen wir nicht diese Boots? Weil die sind besser. Droppen wir mal eben. Die Gloves droppen wir auch mal. Wintercoat, das Ding ist auf jeden Fall wichtig. 0,5 ist auch... Können wir nicht auch noch anziehen. Ne, entweder oder. Long Underwear. Unsere ist besser. Wiegt 1/2 Kilo, also nicht besonders viel. Too heavy. Oh, die Jeans, die wir gefunden haben, ist besser. Tragen wir da mal. Ich will das alles gar nicht wegschmeißen, das ist 0,6, 0,9, sehr schön. Ziehen wir mal an und den restlichen Quatsch, den schmeißen wir mal weg. Socks, 0,25, 34 Kilo. Das wird schon mal ein bisschen besser, aber den können wir da auch noch anziehen, oder? Ja, zusätzlich. Other. Was haben wir denn unter Other? Jerry Can. Rifle Ammunition brauchen wir auf jeden Fall. Tools, schmeißen wir mal ein paar Can Openers weg. Wir brauchen halt nur eigentlich einen einzigen. Ist zwar nicht so das krasse Gewicht immer, aber in Summe summiert es sich, würde ich sagen. Priber, der ist schwer. Die Hatchets sind auch schwer, aber naja gut, die brauchen wir auf jeden Fall. Die können wir nicht einfach wegschmeißen. Pork and Beans, Salty Cracker, Summit Soda. Water. Trinken wir mal eben. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was da stand, aber es wäre halt echt witzig gewesen, wenn ein halber Liter Cola, halber Liter Wasser jetzt sagen wir einfach mal ein Kilo wiegt. Es ist aber echt richtig windig im Moment. Wir können zwar gerade nicht rennen, aber wir müssen mal irgendwo hinkommen. Ich meine, das geht ja so nicht weiter. Wir sind am Fressen und am Trinken und am Laufen und am Rennen und am Gucken und am Schauen, aber wir finden unseren alten Platz nicht wieder. Ist das hier eine Sackgasse oder... Ich würde ja gerne rennen, aber wir haben halt nichts. Was ist denn Fatty? Was ist Fatty? Ich habe keine Ahnung, was Fatty ist. Wahrscheinlich irgendwas von wegen Müdigkeit vielleicht. Oh super, hier ist ein bisschen Sackgasse. Dann können wir jetzt mal direkt wieder zurücklaufen. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Jetzt sind wir total erschöpft. Super, das ist also der Fatty. Wenn Fatty rot ist, dann können wir nicht mehr rennen. Also schleichen wir jetzt mal einfach durch die Gegend, weil es so spaßig ist. Wir müssen halt was finden jetzt langsam, sonst geht uns gleich der Arsch auf Grundeis. Und ja, ich weiß nicht was und wie.
Wir haben zwar eine Rolle, damit können wir uns irgendwo hinlegen zum Schlafen, aber ich möchte... ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich unser Zelt hier dann einfach mitten in der Wildnis aufschlagen wollen, weil... Der Damm ist schon mal komplett geplündert, das ist ja schon mal was wert. Ja, du bist müde, haben wir verstanden. Aber wir müssen ja schon irgendwie jetzt mal langsam wohin kommen, ne? In dem Damm will ich jetzt nicht schlafen, der ist ein bisschen sehr duster. Ich habe halt ein bisschen Angst im Dunkeln. Gut, aber wie schon sagte, wir sind schon am Ende der Folge angekommen, deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen, morgen wieder einschalten und bis denne. Tschüss.